Guten Morgen, Morgen. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Hallo zu einer neuen Folge Erst testen, dann kaufen. Heute schauen wir uns die Demo von Prey an. Die Demo hat einen Umfang von ungefähr einer Stunde. Man darf das Spiel ganz normal beginnen und kann dann irgendwann nicht in den nächsten Abschnitt der Raumstation vorstoßen. Falls man alles sehr ausführlich spielt, also in jeden verfügbaren Raum geht, sich ein bisschen umschaut, kann man so ungefähr eineinhalb Stunden investieren, denke ich mal. Da es eine Trial-Version ist, kann man den Fortschritt wieder übernehmen, falls man sich dazu entscheiden sollte, das Spiel zu kaufen. Das Problem bei der Demo ist, dass es eben nur der Anfang ist, also so viel Action passiert eigentlich noch nicht, aber man bekommt einen groben Einblick ins Spiel und die Demo hört auch mit so einer Art Cliffhanger auf, also man würde also gerne wissen, wie es denn weitergeht. Nicht hetzen, ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Sehen Sie? Er versteckt sich hinter dem Stuhl. Der persönliche Gesamteindruck war aber positiv. Auch die Steam-Reviews fallen sehr positiv aus. Und es ist einfach immer wieder spannend, in neue Räume zu gehen, dadurch plötzlich eine Taste oder sogar ein dringend benötigtes Medikit einfach anspringen könnte. Prey ist regelmäßig auf Steam im Sale. Wer also nicht zu viel Geld ausgeben will, kann auf den nächsten Sale warten. Und die Demo gibt es natürlich auch auf Steam. Mehr gibt es eigentlich auch gar nicht mehr zur Demo zu sagen. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wünsche euch noch viel Spaß beim Anspielen. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab myself and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out.